Hi Leute und herzlich willkommen in der magischen Welt von Hogwarts Legacy. Hier möchte jemand mit uns sprechen. Ah, ich wollte noch mit dir sprechen. Und ich hoffe, dass sie nicht allzu viel Ärger bekommen hat. Achtung! Unglaublich, dass wir den Aschwinderinnen entkommen sind. Du bist übrigens Gesprächszimmer Nummer 1 in der Schule, seit du mich gerettet hast. Ich frage mich, woher alle davon wissen. Ich hab's meiner Mutter erzählt, in der Hoffnung, dass sie mir das Ganze eher verzeihen würde, wenn es von mir käme. Sie hat's wohl anderen Professoren erzählt. Sowas spricht sich schnell rum. Leider war sie sogar noch weniger nachsichtig, als ich gehofft hatte. Weil es zwei sind. Weil zwei da hinten dran stecken, oder nicht? Weil sie davor noch mit uns geredet hat. Aber ich verstehe sie. Ich kann ihr nicht verdenken, dass sie besorgt ist. Wir waren in gefährliche Aktivitäten verwickelt. Als die Erschwinderinnen mich einsperrten und bedrohten, kam mir der Gedanke, dass meine Mutter vielleicht doch recht hatte. Hat Officer Singer irgendwas mit unseren Beweisen gemacht? Nein. Harlow ist stark wie eh und je. Jemand muss ihn aufhalten. Ob nun wir oder Officer Singer. Wenn jemand Monster wie ihn im Matabeleland gestoppt hätte, würde mein Vater noch leben. Was genau ist mit deinem Vater passiert? Es war ein schöner Tag. Meine Mutter kümmerte sich um einen kranken Nachbarn und so galoppierten mein Vater und ich durch die Savanne. Galoppiert? Dein Vater war auch ein Animagus, nehme ich an. Er konnte sich in eine prächtige Giraffe verwandeln. Er trug mich auf dem Rücken und ich hielt mich an seinem Hals fest. Wir waren auf dem Heimweg, als wir eine Gruppe von Banditen überraschten. Sie kam aus unserem Dorf. Einer sah mich, als er gerade das Tuch vom Gesicht nahm. Er schrie und zielte dann mit seinem Gewehr. Er wollte nicht, dass du ihn identifizierst. Genau. Mein Vater krümmte seinen Hals, um mich zu schützen. Und wurde getroffen. Als er fiel, nahm mein Vater wieder menschliche Gestalt an. Als die Banditen das sahen, rannten sie panisch davon. Magie machte ihnen Angst. Und dann war er tot. Und es war meine Schuld. Deine Schuld? Inwiefern? Er starb, um mich zu schützen. Wäre ich fähig gewesen, mich selbst zu schützen, wäre er heute noch am Leben. Meine Mutter und ich versuchten, ohne ihn weiterzumachen, aber es wurde uns dort zu viel. Ein paar Jahre später zogen wir nach Schottland. Oh, das tut mir wirklich leid. Glaubst du, dein Vater wäre einverstanden mit dem, was wir tun? Oh je, das ist eine gute Frage. Theoretisch ja. Obwohl er sich sorgen würde, wie meine Mutter. Aber gerade er würde meine Verbissenheit sicher verstehen. Mein Vater hat nie einen Kampf für das Gute gescheut. Egal wie rücksichtslos der Feind war. Und ich glaube, es hätte ihn gefreut zu wissen, dass ich eine Kameradin wie dich habe. Das ist wirklich... Mann, das Spiel ist so emotional teilweise. Es tut mir leid, was du durchmachen musstest, Nati. Dein Vater klingt außergewöhnlich. Das war er. Wahrhaft außergewöhnlich. Danke für die lieben Worte. Wir tragen alle eine Last. Mein Vater hatte dazu ein Sprichwort. Ja, ich erinnere mich. Der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Ganz genau. Bald bereiten wir den Erschwinderinnen ein Ende. Und Harlow nehmen wir uns als erstes vor. Und wenn er weg ist, werden wir uns um Rookwood kümmern. Wir machen Fortschritte. Wir werden erfolgreich sein. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Du verdienst all das Lob, das du bekommen hast. Das mache ich doch gerne. Ich denke allerdings, dass wir von ihrer Mutter noch sehr viel hören werden. Denke ich auf jeden Fall. Das machen wir jetzt als nächstes. Leute von heute. Das Spiel macht so dermaßen Spaß. Es ist einfach nur... Es ist wirklich ein wunderbares Spiel. Da müssen wir hin. Da ist unser letzter Punkt. Umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ja, sonst habe ich mittlerweile tausendmal gehört. Was macht denn der Junge da?
Geil. Kennen wir den nicht? Hallo, schön, Sie wiederzusehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Wie kann ich behilflich sein? Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Da können wir ja endlich mal unsere Sachen verkaufen. Ich habe schon ewig nicht mehr ausgerüstet. Seht ihr das? Das ist besser wie meine jetzige. Das ist besser. Das ist besser. Ich glaube, wir sollten mal ganz kurz. Ich glaube, wir sollten mal ganz kurz unser Aussehen ändern. Jetzt kann ich wunderbar sehen. Geil. So, das Rest verkaufen wir. Hallo, schön, Sie wiederzusehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Wie kann ich behilflich sein? Das Einzigste ist halt... Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Dass wir halt nicht wissen, wie gut das ganze Zeug ist, versteht ihr? Und da habe ich ein bisschen Angst, wenn ich das Zeug jetzt hier verkaufe. Können wir irgendwie irgendwie einen Hinweis sehen? Legendär, außergewöhnlich. Wir behalten zwei Inventar. Schön, dass Sie vorbeigekommen sind. Bei dem Fliegenpilzmädchen. Leute, bei Puppi, ich hoffe. Oh, welch angenehme Überraschung. Nicht genug. Okay, nicht schlimm. Ob es sicher ist, da reinzugehen? Irgendwie mag ich die Aufgaben von Melly gar nicht. Die haben mich wirklich nicht gepackt. Was ich sagen wollte? Ich hoffe, dass wir im Poppy... Was sind das für Kerzen? Wo sind die denn hier? Ist das ein Ritual? Ach so, ich weiß wieder, um was es geht. Das bedeutet wohl, du hattest Glück in der Bibliothek. Es hat einige Stunden und viele unleserliche Karten gebraucht, aber ich glaube, das ist die Höhle, von der Doran sprach. Beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig er uns gesagt hat. Ganz sicher bin ich immer noch nicht, aber diese passte am besten. Ich habe Geschichten über eine Höhle in der Gegend gefunden, die Leute meiden. Das schien mir ein ideales Versteck für etwas Wertvolles zu sein. Es ist vielleicht weit hergeholt, aber könnte ein geheimnisvoller Gegenstand wie der Mondstein nicht in einer ebenso geheimnisvollen Höhle versteckt sein? Ich klammere mich an jeden Anhaltspunkt. Ja. Weißt du, wieso diese Höhle gemieden wird? Es ist lächerlich. Den Gerüchten nach treibt die Höhle Menschen in den Wahnsinn. Aber ich konnte keine Berichte von Leuten finden, die dort drin gewesen waren. Also ist es entweder ein Gerücht... Oder alle, die die Höhle betreten hatten, konnten danach nicht davon berichten. Okay, auf geht's. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch umsehen. Das stimmt. Könnten wir uns in der großen Halle treffen? Ich habe eine schwere Zeit hinter mir und brauche eine Freundin. Oh nein. Das hört sich nicht gut an. Wenn ich die Höhle überlebe, komme ich dann gleich, okay? Oh Leute, ich freue mich. Die Höhlen, die sind irgendwie ganz was Besonderes. Auch wenn mich die ein oder andere mal ein bisschen zur Verzweiflung gebracht hat. Poppy, kommst du mit? Ah ja, da hinten ist sie. Du glaubst die Gerüchte über die Höhle doch nicht, oder? Revelio, wir finden es wohl heraus, was? Nicht, dass es öffnen, dann komm, spinn. Hier. Ich muss aber wirklich sagen, dass Poppy wirklich einer meiner Lieblingscharakteren ist. Wirklich. Ich finde es wirklich schade, dass wir bis jetzt so wenig mit ihr gemacht haben. Sowas finde ich halt auch immer wieder cool. Bei solchen Spalten, dass da Licht runterkommt und dennoch
Ups. Hey, ganz ruhig! Wow, vielleicht ist das hier auch noch ein Weg, ne? Schmetterling! Oh, wie ging das nochmal, der Zauberspruch für die Schmetterlinge? Oh, wie ging das? Leute, wie ging der nochmal? Aloe Vera. Nee. Lumos. Lumos warst du. Oder? Lumos. Yes. Komm mit, mein kleiner süßer Fratz. Wie bewege ich das Teil? So ein Zauberspruch. Bombarda, glaube ich eher nicht. Aber okay. Bombarda. Nein. Wie ging das nochmal? Apotheke. Vielleicht müssen wir jetzt nochmal. Bombarda. Aha. Gut. Oh, das war so geil, dass wir die Flammen plötzlich angingen. Wie bitte? So müssen die Gerüchte über die Höhle begonnen haben. Fupa-Gesang soll alle, die ihn hören, in den Wahnsinn treiben. Ich find's schön. Wenn der Mondstein hier ist und die Fupa auch, frage ich mich, ob er beschützt wird. Ja, wahrscheinlich schon. Warum bin ich nicht überrascht? Erst die Fupa und jetzt das.
Ich würde mir eher über die Menschenknochen Sorgen machen. Ach hier. Ich denke, wir sollten Motten finden. Vielleicht müssen wir ja das noch sehen. Ah, dahin muss der Schmetterling, okay. Lumos. Vielleicht helfen uns die Runen an den Wänden, die Motten zu finden. Und da muss ich. Da ist nochmal. Lumos. Ah, aber nur eine Truhe. Hey, magst du ein Licht? Wenn wir an den Ringen ziehen und die Runen zuordnen, finden wir bestimmt die Motten. Witzig, bist du ja schon alles ausprobiert. Warte mal. Da ist denn jetzt Zeichen drauf. Warte mal, erstmal das da. Und dann das da. Perfekt. Lumos. Gabriel de Viosa. Bombard. Ich weiß nicht, wie man die... Jetzt haben wir die drin. Und ich weiß, wie man die Schlüssel drum dreht. Naja, das war mit der nächsten Folge, Leute, Freunde. Bis dahin und ciao.